Mitarbeiter! Nicht weiter! Beutner von der Klosterhofschule. Ja, wir brauchen die Polizei und einen Krankenwagen. Nein, einen Leichenwagen. Und die Polizei, ja, schnell, bitte. Ich erinnere mich noch sehr genau an diesen ereignisreichen Tag an der Klosterhofschule. Als Leiche abtransportiert wurde, tauchte der Kommissar auf. Guten Tag, mein Name ist Süd, Hauptkommissar. Ja. Sind Sie Herr Beutner? Beutner, ja. Ermitteln Sie alleine? Ja, wir haben ein Flüchtlingsproblem. Ja, normalerweise hätte ich zu Fuß kommen müssen. Ich bin froh, dass ein Kollege mich noch mitgenommen hat. Tja, das sieht man ziemlich schnell. Das ist Selbstmord gewesen. Ne? Das wird der Gerichtsmediziner bestätigen. Vielleicht war es ja aber auch gar kein Selbstmord. Sagen Sie, Herr Beutel, sollte die junge Dame nicht im Unterricht sein? Beutner, ja, Kate, gehst du bitte in die Klasse. Tja, um auf den Selbstmord zurückzukommen, hatte der Japaner Depression? Erstens einmal, mein Kollege hatte koreanische Wurzeln. Zweitens, er wurde auch hier geboren. Und drittens, sein Name war Walter. Sie haben aber meine Frage nicht beantwortet. Ja. Stimmt, in letzter Zeit war er irgendwie ein bisschen depressiv, ja. Sehen Sie, da haben wir den Fall gelöst. Ganz klar, Selbstmord. Ich muss auch wieder los. Das Flüchtlingsproblem ruft. Herr Beutel, schönen Tag noch. Ich heiße Beutner. Kate, hatte ich dir nicht gesagt, dass du bitte in deine Klasse gehen sollst? Ja, haben Sie, Herr Beutner, aber ich glaube einfach, dass die bösen Kevins etwas mit dem Mord zu tun haben. Kate, ich bin ein sehr geduldiger Mensch, aber wie du und deine Freunde der Sonne immer versuchen, Kevin und seinen Freunden was anzuhängen, das nervt. Ja, aber sie müssen mich doch ernst nehmen. Nee. Kates Zweifel an dem Selbstmord waren nicht unbegründet. An unserer Schule gab es zwei rivalisierende Gangs. Die Freunde der Sonne, in der Kate die Anführerin war. Und die bösen Kevins. Diese Gang war nicht nur zu ihren Mitschülern gemein, sondern auch den Lehrern gegenüber. Ey! Sag mal, seid ihr total... Das gibt's doch gar nicht! Scheiße aus. Mach mal höher. Ja, Mann, bleib mir auch so auf die Straße gehen. Bruder, pass mal auf. Ich muss dir was erzählen. Du bist der Einzige, der mich hier vertraut. Also erzähl's keinem weiter. Ich hab die Aktentasche vom Formeisen. Du bist noch angekommen. Als die Arschgeige tot auf dem Schulhof lag, da habe ich mir gedacht, okay, schnapp ich mir die Aktentasche und versteck sie. Mich hat keiner gesehen, also dürfte kein Problem bestehen. Falls doch einer rangehen sollte, ich erzähl dir, wo es liegt, dann haust du ihm eine aufs Maul, okay? Mhm. Vorher. Okay. Hallo. 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 Kannst vorgehen. Dankeschön. Ich hätte gerne ein paar Süßigkeiten. Danke. Kaffeesonne? Ja, nehme ich auch. Vielen Dank. Danke. So, da bin ich. Gut, danke. Bitte. Wieso hat der Vormeister sich in der Schule umgebracht? Ich meine, der hat sie nicht mehr alle, aber trotzdem, eine wie der stirbt er zu Hause im Bett in einer Überdose Schlaftabletten. Ja, oder mit Sterbehilfe in der Schweiz. Vielleicht hat er sich ja auch gar nicht selbst umgebracht. Kurz nach dem Aufschrei habe ich Kevin aus dem Klassenzimmer laufen sehen. Ja klar, die bösen Kevins haben ihn umgebracht. Quatsch, so einen besseren Lehrer kriegen wir nie wieder. Herr Vormeisen hat die doch eh immer bevorzugt. Kate hatte recht. Egal, was die bösen Kevins getan haben, Herr Vormeisen war immer nett zu ihnen. Was für Pussys voll am Test schreiben. Ja, richtig unnötig. Tut mir leid, Herr Vormeisen, dass Sie zu
spät und meinem Bus hatte Verspätung. Wer zu einem Test zu spät kommt, kriegt eine 6 und kann gehen. Aber ich habe eine Bescheinigung des Busfahrers. Ist mir egal, raus hier. Pass mal auf, Mann. Hast du das neue Video auf YouTube gesehen? Mann, krasser Scheiß, Digga. Nee, echt? Hab ich noch nie gesehen, Mann. Ich schick dir später einen Link. Ja, okay, das mach ich zum Beispiel. Ich kann mich nicht konzentrieren, es ist viel zu laut hier. Ich höre nichts. Die bösen Kevins erpressten Geld von ihren Mitschülern. Wer nicht zahlte, bekam Ärger. Dann gib mir dein Geld los! Das wirst du nie wiedersehen! Hey! Lass einfach los! Hallo! Hi! Wollt ihr dir was sagen? Ja, erzähl mal! Entweder du gibst die Kohle oder wir posten das Bild! Keine Angst, ich tue dir nichts. Ich wollte nur sagen, scheiße, dass es mir leid tut. Ich hab keinen Bock mehr bei den bösen Kevins mitzumachen. Aber wenn ich da nicht mitmache, dann. Meine Mutter ist da, ich muss mal los. Ja, okay, ciao. Hallo Kerl, ich möchte dir unbedingt was erzählen. Dann aber schnell, ich muss zur ersten Stunde. Sieh mal einen Arm, ein gefundenes. Let's go! Du bleibst nicht fit? Dann kriegst du auf die Fresse. Marcel hat sich bei mir entschuldigt und will bei dem bösen Kevin gar nicht mehr mitmachen. Okay, wir reden nachher. Ja, tschüss. Hast du nicht reingesehen? Nee. Warum nicht? Wenn Kevin sagt, dass ich da nicht reinschauen soll, dann schaue ich da auch nicht rein. Dann übernehme ich das jetzt für uns. Mach, was du willst. Was ist das? Das sind Schuldscheine. Aber wie kommen die Schuldscheine in Herrn Vormeisens Tasche? Der war ein Zopper, wir haben dabei geholfen, seine Spielschulden zu begleichen. Denn die Schuldeintreiber sind echt miese Typen, die gehen sogar über Leichen. Schau mal, die Schuldscheine sehen nicht so aus, als wären sie wirklich geworden. Gut, dass Herr Vormeisen tot ist, jetzt hätten ihn gekillt. Ja, aber ich verstehe gar nicht, warum Kevin die Tasche so wichtig ist mit den Schuldscheinen. Ich auch nicht. Wir sollten damit zur Polizei gehen. Okay, lass mich. Ich hoffe, dass der Polizist das überhaupt ernst nimmt. Ja. Mal schauen, was er zu unseren Beweisen sagt. Ja, aber ich finde das natürlich auch komisch. Ne? Ich berate eigentlich gerade mit meinem besten Freund. Ja. Wir haben Beweise für einen Mord. Kevin wurde daraufhin festgenommen und dem Kommissar vorgeführt. Das ist doch deine Uhr. Die wurde bei der Leiche gefunden. Hey Alter, ich habe damit überhaupt gar nichts zu tun. Du wanderst im Knast, Junge. Also pack aus. Ja, okay. Aber das war ein Unfall. Ich habe da echt nichts gegen machen können. Also... Wo ist mein Geld? Kommt überhaupt nicht in Frage. Ich brauche das Geld für meine Wettschulden. Das juckt mich doch nicht.
Der Schuldeintreiber macht sonst Hackfleisch aus mir. Yo, sag mal, geht's? Pack meine Uhr! Scheiße, hat er viele Schulden. Puh. Puh. Kevin konnte keine Absicht bewiesen werden. Er musste mehrere Wochen gemeinnützige Arbeit leisten. Kevin dachte ab und zu darüber nach, ob er es im Knast nicht besser gehabt hätte. Hey! Was soll das? Ey, sag mal, könnt ihr mal aufpassen? Ich hab das gerade zusammengefilmt. Das Geld brauche ich für meine Mitschuld. Da sind wir ja bei der Wohlfahrt oder was? Ich brauche das Geld ebenso. Du bist zum Alltag. Ich kann dich nicht schubsen. Nein. Fuck, meine Fake Rolex. Super. Nur ohne Lachen. Schreien vielleicht dabei. Ja. Das stimmt. Ah! Warte. Das ist das Ding. Na, willst du das noch mehr abhaben? Dann bitte nimm meine Nachricht. Dann gib mir dein Geld los! Ich glaub nicht, dass das Geld kommt. Warte. Na, willst du das noch mehr abhaben? Komm, bitte nimm meine Nachricht. Ich gebe dir alles, was du willst. Dann gib mir dein scheiß Geld. Ich glaub nicht, dass das dein Kopf ist. Ich hab sie voll geschlagen. Du gibst die Kohle uns nicht? Eist dich in der Schulung. Action! Wieso hat der Form Eist dich in der Schulung gebracht? Ich meine, der hat sie nicht mal alle, aber trotzdem, so eine der stirbt er zu Hause im Bett in einer Überdose Schlaftabletten. Ja, oder? Nee. Einer wie der würde eher zu Hause im Bett an einer Sterbe. Walter! Walter! Hilfe! Komm mal jemand! Gott! Mensch! Walter! Walter, Mann! Was ist los? Polizei? Ja, wir brauchen die Polizei. Krankenwagen auch. Nee, schicken Sie besser gleich einen Leichenwagen. Aber trotzdem auch die Polizei. Ja! Kate, hatte ich dir nicht gesagt, dass du bitte in deine Klasse gehst? Herr Beutner, ich glaube aber einfach nicht, dass es selbst war. Ich bin der Meinung, dass du bösen Kevin... Ja. Ja. Was ist? Was stört ihr? Wir haben Beweise für den Mord. Ja. Hallo.
für einen Mord? Auf und warm ab. Und ab. Sieh mal eine an, ein gesundes Fressen. Du merkst, was für ein Krüppel! Kann doch nicht mal alleine aufstehen!